Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist so am Regnen. Ich finde das so ekelhaft. Ich hasse Regen so abgrundtief. Oh, aber es ist so richtig am Schütten. Nicht nur ein bisschen, sondern so richtig Weltuntergangsstimmung. Bäh. Ich habe die Kids in den Kindergarten gebracht. Wir haben kurz vor 8 und ich fahre jetzt einmal schnell zum DM. Und zwar möchte ich ein Foto ausdrucken. Meine Schwester hat ja morgen Geburtstag. Und ich wollte ihr ja die Konzertkarten schenken von Beyoncé. Sie weiß es zwar schon, dass sie das bekommt, aber ich wollte es trotzdem noch mal irgendwie nett verpacken. Und deswegen, ich stelle mich jetzt mal direkt hier vorne hin. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich beim DM ein Foto ausdrucke. Stehe ich hier einigermaßen im Parkplatz. So, ja, so geht's. Und zwar habe ich so ein Foto bearbeitet. Ich habe mir einfach auf Instagram bei der Beyoncé auf der Seite das Tourplakat sozusagen abfotografiert, gescreenshottet und habe dann noch geschrieben Ticket, ihren Namen und das Datum noch geschrieben, Samstag. Ich weiß gar nicht, der wievielte ist es. 21. oder 26.06. Keine Ahnung. Und das wollte ich dann halt, ich wollte eine Karte. Ich habe viele Geburtstagskarten zu Hause. Da wollte ich dann halt einen Text reinschreiben und auf der anderen Seite dann diese Karte reinkleben. Genau. Ja, das ist das, was sie dieses Jahr geschenkt bekommt. Genau. Und das wollte ich jetzt einmal schnell ausdrucken, dass ich das dann dass ich das dann gemacht habe. Und ich wollte ja sowieso noch zum DM wegen meinem Couscous. Genau, das muss ich auch schnell holen und dann gehe ich eigentlich, glaube ich, nach Hause. Wobei ich am Überlegen bin, nochmal kurz zum Lidl frische Brötchen und so zu holen. Das könnte ich vielleicht noch machen, aber bei dem Wetter hat man halt, oder beziehungsweise ich, keine Lust auf gar nichts. Wirklich gar nichts. It's not my day. Ich weiß gerade gar nicht, wann ich mich gestern das letzte Mal bei euch gemeldet habe. Ich glaube, als ich euch gesagt habe, dass ich jetzt dann Nudeln mache und kein Couscous, ich glaube, danach habe ich mich gar nicht mehr gemeldet. Ich habe dann auf jeden Fall Nudeln gemacht, die gegessen, mein Video fertig bearbeitet, noch ein bisschen was gedreht und dann irgendwann die Jungs abgeholt und meine Schwester war dann auch da. Die Jungs waren auch ein bisschen bei meiner Schwester drüben, weil die hatte einen Großeinkauf gemacht und die Jungs lieben es, Einkäufe auszuräumen und zu verräumen. Genau, und ich hatte währenddessen noch einiges bearbeitet. Ich habe dann gestern auch endlich mal meine Kamera online gestellt auf eBay und das dann aber alles auch im neuen Vlog erwähnt, also alles gefilmt und es dann halt eben so gezeigt. Genau. Und ich war dann so gegen 18 Uhr ungefähr mit allem fertig und hätte mein Video also wirklich nur noch auf online klicken müssen. Es war alles komplett fertig und ich dachte mir so, ah, keine Ahnung, ist es noch zu früh? Und dann dachte ich mir so, komm, ich mache das so gegen 7, 7.30 Uhr rum. Ich weiß nicht, was gestern los gewesen ist. Die Jungs waren dann im Bett und dann war es irgendwann 7:30 und ich lag auf der Couch und ich hätte einschlafen können, weil ich so müde war und ich bin dann anscheinend tatsächlich auch eingeschlafen. Ich habe grob immer mal was mitbekommen, dass mein Mann da rumgewuselt hat, weil gestern irgendwie ein wichtiges Fußballspiel war und er ist dann rausgegangen und hat dann gesagt, er macht für mich Bachelor an und ich so, ja, ja, und habe dann auch immer mal wieder, wenn ich mich umgedreht habe, so ein, zwei Szenen vom Bachelor gesehen, aber im Prinzip habe ich geschlafen. Um 11 Uhr hat er mich dann, oder kurz vor 11 war es gewesen, hat er mich dann geweckt und gesagt, so, du gehst jetzt mal ins Bett, dass du da in Ruhe schlafen kannst. Ich schlafe so von wegen, ich bin ja eh schon so gegen 7, 7.30 Uhr, ich weiß gar nicht mal, wie viel Uhr das war. Es war auf jeden Fall nach 7, weil ich noch mitbekommen habe, wie die Jungs ins Bett sind. Aber auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, ich war dann im Bett und war dann so ein bisschen wach gewesen, also vielleicht 20 Minuten oder so. Aber da ist mir eingefallen, genau in diesem Moment ist mir eingefallen, shit, du hast ja komplett verpeilt, dein Video online zu stellen. Also so richtig
Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann einfach, ich habe kurz überlegt, soll ich es dann lassen? Und dann dachte ich mir so, nee, komm, scheiß drauf. Es gibt vielleicht welche, die noch lange wach sind und welche, die es vielleicht früh morgens oder nachmittags sich, oh Gott, anschauen wollen. Und den Vlog für heute stelle ich dann wie immer ganz normal abends online. Naja, auf jeden Fall habe ich dann um 23 Uhr gestern meinen Vlog online gestellt. Ich glaube, einige haben sich gedacht, so, what's happening? Normalerweise schläft ja man um diese Uhrzeit. Ja, ich weiß auch nicht. Mich hat die Müdigkeit überrollt gestern. Ich war todmüde. Es war richtig krass gewesen. Ich konnte es nicht aushalten, nicht. Also ich habe ja versucht, mich wach zu halten. Aber ja, und dann war ich heute Morgen so um 5:30 Uhr, 5:45 Uhr, 5:30 Uhr, irgendwie sowas, war ich dann wach gewesen. Ja. Naja. So, jetzt haben wir Punkt 8. Jetzt werden sie gleich aufmachen und dann besorge ich mal die zwei, drei Sachen und dann freue ich mich auf ein Frühstück. Dadurch, dass ich jetzt schon eine Zeit lang wach bin, habe ich echt Hunger. So, das habe ich jetzt besorgt und zwar beim Edeka habe ich einmal für mich zwei Sonnenblumenbrötchen. Ich wollte eigentlich ein Brot haben, aber das, was ich wollte, gab es nicht. Deswegen habe ich einfach zwei Brötchen mitgenommen. Für meine Schwester sollte ich einmal Zitronensaft mitbringen, dann Senf und Hotdogbrötchen. Und beim DM habe ich hier zweimal Couscous mitgenommen und diese Geschichte hier, das ist, was ich euch schon erzählt hatte. Dieses Bild gab es oder gibt es so bei Beyoncé auf der Instagram-Seite und ich habe dann hier noch Ticket den Namen hingeschrieben und das Datum, 24. Juni übrigens. Genau, und das möchte ich dann in die Karte halt eben reinkleben. So, aber jetzt mache ich mir erstmal was zu frühstücken, denn ich habe brutalen Hunger. Leute, ich bin mit Abstand der dümmste Mensch, der auf der Welt existiert. Ich meine es wirklich ernst. Ich habe meinen Laptop geschrottet. Und zwar so geschrottet, dass das Display komplett schwarz ist. Es geht gar nichts mehr. Kurzer Unfallhergang. Ich muss lachen, sonst muss ich weinen. Ich habe heute Morgen, weil ich selbst so früh wach gewesen bin, war ja hier unten mit dem Dias gewesen schon, hatte ich meinen Laptop hier bei mir und habe es dann hier hingestellt. Also das ist jetzt nur die Hülle. Ich habe den hier oben hingestellt. Als ich hier euch die Sachen gerade gefilmt hatte, was ich eingekauft hatte, habe ich die paar Sachen genommen, die für meine Schwester sind, und bin hier entlang gelaufen, habe dann meinen Laptop gesehen und wollte den auf den Tisch legen und dann die Sachen kurz rüberbringen und den Rocky holen. Aber anstatt dass Amanda ihren Laptop nimmt und zum Tisch bringt, macht Amanda Folgendes. Ich habe den geworfen und ich wollte den dahin werfen, dass wenn ich dann da sitze, mir den nur schnell schnappe später. Ich habe aber ein bisschen zu feste geworfen und dann ist er hier aufgekommen und einmal gebounced. Oh, also wirklich, ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Ich habe den anscheinend nicht so, weil ich wollte den hier machen. So, dass er so dahin rutscht. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt gefilmt habe, aber ich wollte den hier machen. So. Aber ich habe anscheinend den hier gemacht, also einfach nur zu sehr geworfen. Und dann ist er aber nicht da gelandet, sondern einmal hochgesprungen und hat sich gedreht und ist auf den Boden geflogen. Also mit dem Display sozusagen nach unten. Also ich hatte den normal hingeworfen. Aber der hat sich, wie gesagt, einmal gedreht. Ich habe die Hülle jetzt abgemacht, weil ich habe natürlich direkt hier mit Reparaturservice und Co. Der Laptop ist, also ist alles in Ordnung. Gott. Da ist nirgends so was kaputt oder so, weil also die Hülle war ja drum von beiden Seiten. Folgendes. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Hier sind so Striche, so Linien, die hier runtergehen. Also das Display ist auch nicht gesprungen, wie man sieht. Das ist noch komplett intakt. Es ist nicht kaputt. Aber da sind so Linien ganz rechts, ganz leicht. Das Gute ist, die Tastatur reagiert. Also ich kann ihn ausschalten, anschalten und dann hier auch dieses Touch-Ding hier funktioniert eben auch.
Und wenn ich mit der Maus rumscrolle und irgendwo draufklicke, dann reagiert das. Dann sehe ich hier mit Öffnen und bla und keine Ahnung was. Aber das Display ist komplett schwarz. Es reagiert überhaupt gar nicht. Ja, wieder mal ein Displayschaden. Das letzte Mal war es ja nicht meine Schuld. Aber diesmal ist es definitiv meine Schuld. Schaut mal, das ist wirklich noch... Ich habe hier sogar einen Sticker drauf gelassen. Ich könnte heulen. Ich reg mich richtig über mich selbst auf, weil es einfach so eine dumme, unnötige Aktion gewesen ist. Man schmeißt, oder wie, ich habe ja nicht geschmissen, ich habe den eigentlich einfach nur so... Ich wollte ihn eigentlich nur so sliden lassen, dass er praktisch hier ankommt und hier dann steht. Oh, hier sind voll die Krümel von heute Morgen. Ich wollte ihn ja eigentlich hier so sliden lassen, dass er hier dann ankommt, aber war einfach zu fest und er ist hier richtig gebounced, richtig hoch und dann gedreht und mit dem Display nach unten. Bumm. Ja. Das ist einfach, das war einfach eine richtig dumme, dumme, unnötige Aktion. Anders kann ich nicht sagen. Ich habe jetzt beim Apple Service direkt geschaut, wo es einen Reparaturservice-Termin gibt. Man muss ja immer bei Apple sich einloggen. Da sind ja alle Geräte, also wenn man so einen Apple-Account hat, da sind alle Geräte, die man jemals gekauft hat, sozusagen aufgelistet. Da muss man das jeweilige Gerät anklicken, um das es sich handelt und dann halt angeben, was das Problem ist. Und dann werden einem Standorte angezeigt. Und die in meiner Umgebung hier haben alle erst morgen, übermorgen oder sogar nächste Woche Termine frei. Und einer hatte aber heute einen Termin frei und zwar um 12.20 Uhr. Ich werde in einer Stunde losfahren und zwar nach Frankfurt. Genau in der Frankfurter Innenstadt, da wo ich das letzte Mal auch meinen Laptop abgeholt habe. Das ist im Vodafone Store. Es ist übertrieben unnötig. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie es ausschaut. Es gibt manchmal... es gibt Garantiefälle, wo man sozusagen Eigenverschulden hat und es trotzdem unter die Garantie läuft. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt so ein Garantiefall ist. Also ich habe noch Garantie, hatte mir nämlich letztes Mal... Da dachte ich ja, ich hätte nur ein Jahr Garantie und da war ich ja noch in der Zeit. Das war ja, wo das Display selber so diese Schäden halt eben hatte. Das haben die auch gesagt, dass es einfach ein Gerät-Produktfehler gewesen ist und haben das dann mir ja das ganze Display ausgetauscht. Und da hatte der mir gesagt, dass ich auf das Display 2 Jahre Garantie habe. Also theoretisch würde es noch unter der Garantie fallen, aber ich gehe schwer davon aus, dass es einfach... etwas ist, wo ich selber zahlen muss. Keine Ahnung, was so ein kompletter Display-Austausch, also das Produkt an sich, also ein komplettes Display bei Apple, ist unglaublich teuer. Und dann noch die Reparatur an sich, das ganze Austauschen und so weiter. Also das wird ein paar hundert Euro kosten. Einige hunderte Euro wird es kosten. Und ja, jetzt muss ich mal gucken, ob das theoretisch unter die Garantie fällt. Und ansonsten werde ich mal bei unseren Versicherungen durchklingeln, weil ich muss echt sagen, wir haben so viele Versicherungen. Für jeden Scheiß haben wir eine Versicherung. Und wir haben bis jetzt noch nie was genutzt. Also wenn dann mal was zu Hause kaputt gegangen ist oder sowas, haben wir immer selber bezahlt und was Neues gekauft und sowas. Ja, und dafür sind ja auch solche Versicherungen da, dass wenn einem zu Hause was passiert... unabsichtlich und man dann ja eine hohe Rechnung hat. Wenn es jetzt Kleinigkeiten sind, ich würde niemals einen Garantiefall für irgendwas einschalten, was irgendwie, keine Ahnung, unter 100 Euro oder sowas ist. Aber wenn es größere Sachen sind, dann würde sich das ja dann doch schon mal lohnen, weil wie gesagt, wir haben noch nie irgendeinen Garantiefall gehabt. Toi, toi, toi. Ich hoffe, das bleibt auch so, aber das ist jetzt wirklich so eine Sache, die ich halte, wo ich weiß, dass das eine teure Geschichte werden kann. Wie unnötig. Das ist so unnötig. Wegen so einem blöden Move von mir habe ich da jetzt einen extrem zeitlichen Aufwand und natürlich auch Arbeitsausfall. Klar, es ist jetzt nicht dramatisch. Ich habe noch meinen alten Laptop, der
so langsam ist, aber ich könnte ihn theoretisch benutzen. Und ich kann auch den Laptop von meinem Mann theoretisch benutzen. Oh Gott. Ist jetzt nicht so, dass ich komplett ausfalle oder sowas, aber ich möchte einfach nur hören, wenn ich gleich bei der Reparatur bin. Oder was heißt, das werden die wahrscheinlich jetzt nicht sofort sagen können, aber mir ging es in allererster Linie darum, dass die Daten safe sind, weil ich muss sagen, ich mache nicht regelmäßig Datensicherung. Über mein Handy läuft es automatisch. Sobald ich irgendwas mit meinem Handy gemacht habe, ist es sofort bei mir auf der Cloud. Also das wird komplett direkt alles gespeichert. Aber bei meinem Laptop ist es nicht so. Und das letzte Mal, als ich meinen Laptop hier abgegeben hatte, das war im November gewesen. Genau. Es war irgendwann Anfang November, da ich das gemacht habe. Und da habe ich das letzte Mal eine Datensicherung gemacht. Ja, das ist echt kacke. Das ist echt blöd. Das muss man. Ich muss mir echt angewöhnen, öfter Datensicherung zu machen, weil man weiß nie, wann was passiert und was kaputt geht. Es scheint so, dass nur das Display betroffen ist und alles andere reagiert. Also müsste es theoretisch funktionieren. Ich hoffe so sehr, dass alles in Ordnung ist. Aber man weiß es halt eben nicht von vorher aus. Ja, wir haben jetzt 5 vor 10. Ich werde jetzt gleich mal Gassi gehen. Und dann werde ich mich so in einer Stunde ungefähr auf dem Weg nach Frankfurt machen. Ich hätte sowieso heute oder morgen nach Frankfurt fahren müssen, weil ich das Paket hier abholen muss von der Schminksammlung eben. Genau. Dass ich das heute nochmal losgeschickt bekomme. Ja, das ist der Plan. Genau. Also ich werde einmal das Paket holen und entweder vielleicht fahre ich auch schon früher los. Vielleicht gehe ich Gassi und fahre jetzt einfach schon direkt los. Kann ich das Paket holen und dann in die Stadt fahren und dann bin ich sozusagen fertig. Ja, ich gucke mal, wie ich es mache. Unnötig, absolut, absolut, absolut unnötig. Das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Was für eine dumme Aktion, Leute. So, da melde ich mich. Bin mittlerweile in Frankfurt. Heute ist ein ganz komischer Tag, ich sag's euch. Zusätzlich auch noch dieses Regenwetter. Ich habe jetzt das Paket abgeholt und ich habe ein Foto davon geschickt bekommen, dass dieses Päckchen angekommen ist. Und ich bin davon fest ausgegangen, dass es das Paket ist für die Schminksammlung. Weil das ja das ist, was die ganze Zeit verschwunden war und wo es ja hieß, es kommt zurück zu mir und bla 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 und keine Ahnung was. Deswegen habe ich gar nicht mehr weiter drauf geschaut gehabt auf das Foto. Jetzt habe ich mir gerade das Paket geschnappt und es war super leicht. Und ich so, hä? Das kann doch gar nicht sein. Wir haben ja alle, also die hatten ja schon alle ein paar Kilo gewogen, diese Schminksammlung-Päckchen. Und da ist mir aufgefallen, dass es nicht die Schminksammlung ist, sondern ein anderes Paket. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählt hatte. Ich hatte, doch glaube ich, habe ich erzählt. Am 27.02. habe ich ein Paket losgeschickt mit einer Jacke drin. Und in der Sendungsverfolgung stand bis jetzt nur, dass ich es in der Filiale abgegeben habe und das war's. Also mehr ist nicht passiert jetzt seit 1,5 Wochen. Stand jetzt nichts Neues drinnen. Und dieses Paket ist einfach zurückgekommen. Da stand aber noch nicht mal, dass es verschickt wurde, dass es nicht angenommen wurde, dass weiß der Geier was, da steht einfach gar nichts im Sendeverlauf. Und ja, das finde ich sehr komisch. Also momentan ist wieder irgendwie der Wurm drin bei DHL. Ich habe nur einen Aufkleber auf diesem Paket, wo sozusagen an mich adressiert ist. Und fertig. Also keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Da muss ich auch mal dann gleich denjenigen von eBay anschreiben und fragen, ob die Adresse korrekt ist und was halt passiert ist. Und ja, also keine Ahnung. Richtig, richtig, richtig strange. Naja, ich bin jetzt auf dem Weg in die Frankfurter Innenstadt. Wir haben mittlerweile 11:30 Uhr. Ich habe also noch gute 40 Minuten Zeit. Ich brauche aber auch noch ein bisschen, bis ich in der Innenstadt bin, bis ich geparkt habe und so weiter. Gut 20 Minuten würde ich jetzt mal schätzen.
Ja, und dann habe ich noch ein paar Minütchen Zeit. Ich werde wahrscheinlich ganz kurz zur H&M reingehen, weil ich was schauen möchte. Und dann, wenn ich meinen Laptop abgegeben habe, dann werde ich entweder nach Hause fahren oder mich mit meiner Schwägerin treffen. Das weiß ich aber noch nicht. Ich habe ihr eine Sprachnotiz geschickt, sie hat sie noch nicht abgehört. Ob sie spontan Lust hätte, mit mir Mittag zu essen, ob sie in die Stadt kommen möchte oder ich zu ihr, wie auch immer. Einfach nur für ein, zwei Stündchen und dann geht es aber auch wieder ab nach Hause. Ja, das weiß ich jetzt noch nicht, wie der Nachmittag dann ausschauen wird, aber ich erledige jetzt erstmal die nächsten paar Steps. Oh, das ärgert mich gerade so sehr mit dem Paket, dass es nicht endlich die Schminksammlung gewesen ist. Warum ist es so ein Tag? Mann! So, ich bin noch in so ein paar Geschäften unterwegs, weil ich noch ein paar Minütchen Zeit habe. Jetzt bin ich hier gerade bei Reserve, des Geschäfts direkt neben dem Vodafone-Laden. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, früher, wenn ich durch die Geschäfte gelaufen bin, da wollte ich schon mal dies und das und jenes haben und ich hätte am liebsten alles kaufen können. Und mittlerweile ist es halt irgendwie gar nicht mehr so. Ich weiß auch nicht, ich lauf durch die Geschäfte und denke mir zwar, ach, das sieht süß aus, das sieht süß aus, aber ich habe nicht so das Bedürfnis zu kaufen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich einfach so übersättigt bin von meinem Kleiderschrank. Ich weiß es nicht. Irgendwie. Naja, ich habe jetzt zwar noch ein paar Minuten Zeit, aber ich gehe jetzt trotzdem mal rein. Setze mich dann einfach nach oben und warte. Leute, ich sag's euch, so einen schlechten Tag hatte ich schon sehr, sehr, sehr lange nicht mehr. Also, ich weiß auch nicht, hat irgendjemand eine Voodoo-Puppe gerade zu Hause und hat die nach mir benannt und sticht darauf ein? Oder was geht hier gerade ab? Wenn ich euch das erzähle. So lustig. Ich bin auch gerade nicht aus dem Parkhaus richtig rausgekommen. Erzähle ich gleich. Also, ich war jetzt als allererstes. Also, ich treffe mich nicht mit meiner Schwägerin, weil die unterwegs ist. Ich fahre jetzt direkt nach Hause. Es ist auch wahrscheinlich das Beste. Ich muss mich einfach auf die Couch legen und einfach gar nichts machen. Dieser Tag muss einfach vorbei sein und zu Ende gehen, wirklich. Ich war jetzt meinen Laptop abgeben und in meinem. Also, bei Apple ist es so, man hat immer so ein Konto, wo die ganzen Geräte, die man hat, aufgelistet sind und die kann man dann anklicken und schauen, also wenn es dann um das geht, mit der Reparatur oder was auch immer. Und der hatte aus Versehen meinen alten MacBook angeklickt, weil das heißt genau gleich. MacBook, Apple MacBook, Amanda. Beide heißen gleich, richtig dumm eigentlich. Ich werde den anderen jetzt auch rauslöschen, den alten. Wie lang kann eine Ampel eigentlich rot sein? Auf jeden Fall kam er dann zu mir und meinte, ja, sie haben Apple Care Plus. Und ich so, cool, was heißt das? Ich bin so voll kein Plan, gell? Und dann meinte er so, ja, das ist nochmal so eine Zusatzgarantie, die 3 Jahre geht. Und dann müssen sie nur 99 € zahlen bei einem Schaden, der über 99 € liegt. Und ich so, mega, richtig genial, voll gefreut. Kam er irgendwann zurück und sagte, ja, es tut ihm wirklich sehr leid. Er hat das auf das alte Gerät eingegeben. Das alte Gerät hätte es sowieso nicht mehr gehabt, weil die 3 Jahre schon längst rum sind. Weil wir hatten davor nämlich besprochen, wann ich das Gerät gekauft habe. Und deswegen dachte er, das ist in den 3 Jahren noch drin. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Da steht jemand einfach mitten auf der Straße. Danke fürs Weiterfahren, Fahrer, Fahrer. Also, ich sag's euch, dieser Tag ist verflucht. Auf jeden Fall kam er dann zurück nochmal und sagte, er hat leider die falsche Seriennummer geschaut wegen diesem Apple Care. Bei dem neuen Gerät habe ich leider kein Apple Care Plus. Ich so, okay, das heißt, sagt er, ja, es ist halt leider dann somit kein Apple Care Plus Fall, Garantiefall halt eben auch nicht mehr. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe eine fette Rechnung bekommen. Leute, ich habe echt gedacht, so wollen die mich verarschen? 609 € darf ich zahlen. 609 €. Ich habe gesagt, das ist einfach die Hälfte von diesem ganzen Gerät. Ich meine, das Wertvolle ist doch das untere Teil, da wo die Tastatur ist, da wo der ganze Inhalt und sowas drin ist.
Wie kann denn ein scheiß Display bitte 609 Euro kosten? Ich habe echt gedacht, so, der will mich komplett verarschen, weil ich hatte mal gegoogelt gehabt. Da sieht man mal wieder, Google ist einfach not so nice, was Information, also gute Information bedeutet. Da hieß es nämlich, ein Display-Austausch von einem MacBook würde um die 200-300 Euro kosten. Dachte ich mir noch so, okay, kann man ja noch verkraften, ist auch ein wahnsinnig viel Geld, aber das ist noch so, wo man sagt so, boah, das tut weh, aber okay, aber 609 Euro? Voll krass, richtig, richtig krass. Ich habe jetzt, hab's meinem Mann direkt geschrieben, dass er die Versicherung anrufen soll. Wir haben halt gar keinen Plan, ehrlich gesagt, wir haben 1000 Millionen Versicherungen. Und haben aber nicht so eine Ahnung, weil wir einfach nie irgendwie was eine Versicherung melden mussten. So was Größeres, einen größeren Schaden. Und ich weiß aber, dass wir mal eine Dokumentation uns angeschaut hatten über so Versicherungen. Das war keine Dokumentation, das ist irgend so eine Folge gewesen mit Versicherungsbetrügern auf der Spur und bla bla bla, irgendwie sowas. Und da war auch mal so ein Fall gewesen, wo dann herausgekommen ist, dass es tatsächlich, also dass es kein Betrüger war, sondern das war ein richtiger Versicherungsfall. Und es war auch irgendwas im Haushalt, was demjenigen kaputt gegangen ist. Also müssen ja schon irgendwie diese Haushaltsgegenstände oder Sachen, die man halt eben besitzt, müssen ja auf irgendeine Art und Weise versichert sein. Sonst... Also klar, also die ganz normale Versicherung, die man hat, dass man versichert ist, wenn einem draußen irgendwie was passiert oder bei jemand anderen, dass man halt eben da versichert ist. Aber ich bin der Meinung, dass jetzt sowas, was mir passiert ist, über die Hausratversicherung läuft. Ich bin mir aber echt, ich bin da so gar nicht into it, weil ich einfach, wie gesagt, nie irgendwie jemals einen Fall hatte. Und deswegen habe ich gar keinen Plan. Und mein Mann soll da später mal anrufen und danach fragen. Das wäre ja ziemlich nice, wenn das irgendwie über die Versicherung laufen könnte. Ja, mal gucken. Also wir müssen uns später mal da informieren, wie das ist. Was die auch dafür brauchen. Ob die sagen, ja, man muss das sowieso vorstrecken und irgendwo reparieren lassen. Und dann tun die einem sozusagen die Rechnung bezahlen oder wie das überhaupt abläuft. Ich habe gar keine Ahnung. Hätte ich das vielleicht auch gar nicht abgeben dürfen, sondern hätte das erstmal melden müssen oder ich habe gar keinen Plan. Ich meine, letzten Endes ist ja heute alles passiert und die haben ja jetzt sowieso erstmal das Display bestellt. Das ist ja sowieso nicht heute da. Also im schlimmsten Fall, wenn die Versicherung sagt, hey, alles stehen und liegen lassen, man darf mit dem Laptop nichts machen, dann kann ich ja immer noch anrufen und sagen, hey, lass den Laptop noch mal kurz in Ruhe und wartet noch mal kurz ab oder keine Ahnung was. Was aber auch blöd wäre. Also ich kann jetzt auf gar keinen Fall wochenlang oder monatelang, manchmal dauert das ja richtig lange bei Versicherungen, ich kann auf jeden Fall nicht so lange warten, bis die dann irgendwie mal in die Pötte kommen und irgendwie was da entscheiden und machen und tun. Also das auf jeden Fall. Deswegen, das müssen wir jetzt halt am Telefon direkt abklären, ob man das Gerät sozusagen schon zur Reparatur geben kann und die und wir einfach nur die Rechnung einschicken müssen oder ob wir das Gerät erstmal nicht anfassen sollen und abwarten müssen oder wie auch immer. Ja. Ich könnte so kotzen, es ist so unnötig. Das ist schon wieder so Papierkram, worauf ich gar kein... Ich hasse sowas. Das, ich finde sowas immer so eine Lebenszeitverschwendung. Naja, ich bin auf jeden Fall direkt zum Parkhaus gelaufen. Hab das meinem Mann geschrieben, der hat mich direkt angerufen und gesagt, reg dich nicht auf, ist doch jetzt scheißegal. Vielleicht klappt es ja mit der Versicherung. Er ruft in seiner Mittagspause da mal an und so weiter und so fort. Und ich währenddessen am Automaten am Bezahlen und dann hat das nicht funktioniert. Dann, also ich habe meine Karte dran gehalten und da hieß es dann, irgendwie kam auf dem Display irgendwie was Rotes mit Zahlungen nicht erfolgt, bla bla bla, keine Ahnung was. Und dann dachte ich mir so, okay, alles klar. Letzte Woche, als ich mich mit meiner Schwägerin getroffen hatte, ist mir das auch schon mal passiert. Da habe ich das genau in dem gleichen Automaten gehabt und bin dann zu einem anderen Automaten, da hat es sofort funktioniert. Und dann habe ich da gar nicht weit herum experimentiert, bin direkt zum nächsten Automaten
Und da hat direkt alles funktioniert, so wie immer. Also ich habe die Karte dran gehalten, habe auf Quittung gedrückt, kam was raus und dann tschüss. Weil wenn es nicht funktioniert, dann kommt ja irgendwie so eine rote Anzeige und da steht dann irgendwie bla 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 drauf. Das kam aber nicht, also ich direkt hoch zum Auto, will rausfahren und die Schranke geht nicht hoch. Und ich denke mir so, was ist denn jetzt los? Es ist wirklich so, wenn man so einen scheiß Tag hat, dann können diese Kleinigkeiten einen zu Weißglut treiben. Sowas würde mich normalerweise nicht interessieren. Naja, ich habe dann auf das Knöpfchen gedrückt, um da mit jemandem zu sprechen und habe gemeint, hier, ich habe eine Quittung in der Hand, ich werde nicht rausgelassen. Und sagt er, was steht denn auf der Quittung drauf? Dann habe ich dem das vorgelesen, sagt er, ja, die Zahlung ist nicht erfolgt, weil sie hätten noch den PIN eingeben müssen. Und ich so, hä, aber da kam noch nicht mal eine rote Fehlermeldung oder irgendwas. Der hat mir die Quittung ausgedruckt. Der kann mir ja nicht eine Quittung ausdrucken, obwohl ich ja gar nicht den PIN eingegeben habe und es noch gar nichts erfolgt ist. Das macht doch gar keinen Sinn. Also das macht überhaupt gar keinen Sinn, die Reihenfolge. Sagt er, ja, er weiß es jetzt auch nicht. Auf jeden Fall wurde nicht bezahlt. Leute, fahrt mal rückwärts aus einem Parkhaus raus, wenn ihr gerade in dieser Position seid, also rauszufahren. Da sind dann Autos hinter euch und bla und keine Ahnung was. Also man kann sich vorstellen, das war gerade eine sehr große Action, dass ich irgendwie so weit zur Seite fahren konnte, dass ich nochmal reingehen konnte, um zu bezahlen. Ich habe mir dann auch kein Action mehr gegeben, ich hatte Gott sei Dank noch einen 5-Euro-Schein und es hat 4 Euro gekostet. Habe daran direkt bar bezahlt. Bin sehr gespannt, ob mir die 4 Euro abgebucht werden. Ey Leute, ich sag's euch, meine Nerven, heute ist irgendwie ein komischer Tag. Ich sag's ja, irgendwie ist heute eins nach dem anderen ganz komisch passiert, eins nach dem anderen an Blödsinn. Jetzt haben wir 10 nach 1 mittlerweile. Ich habe übertrieben Hunger. Ich werde jetzt auch einen Teufel tun und mich in die Küche stellen und eine Stunde an meinem Couscous darum machen. Also am Gemüse schnippeln und keine Ahnung was. Ich werde mir sehr wahrscheinlich, ich habe noch Nudeln von gestern übrig und die einfach warm machen. Und das war's. Ja. So, ich melde mich noch mal ganz kurz. Mit einem kleinen Update. Und zwar hat mir mit unserer Versicherung telefoniert in Bezug auf Hausratversicherung. Und die übernehmen das leider nicht. Ja, also Hausratsversicherung, die übernehmen zwar schon Sachen, die man selber, wo man selber für verantwortlich ist, was man kaputt gemacht hat, aber nur was so zu einem Hausrat gehört. Also sprich zum Beispiel, wenn mir der Topf irgendwie blöd runterfällt auf die Kochplatte und die springt irgendwie und ist dann kaputt. Also so schon dieses Eigenverschulden, dann würde diese Platte sozusagen ersetzt werden. Oder ich habe irgendwas falsch bei der Waschmaschine eingestellt, Waschmaschine, und die läuft irgendwie aus und hat man plötzlich einen Wasserschaden oder irgendwie solche Geschichten. Aber wenn einem sowas wie mir passiert, dann ist es leider nicht versichert. Das heißt, ich darf die 609 Euro aus eigener Tasche zahlen. Yay! Unglaublich. Ja, es ist so, wie es ist. Ich will mich nicht mehr drüber aufregen. Es soll mir eine Lehre sein, mit teuren Sachen einfach, ja, noch besser, also einfach besser umzugehen. Also, naja, egal. Ich will mich gar nicht mehr drüber aufregen. Boah, ich hatte dann eigentlich heute Nachmittag, also als ich nach Hause gekommen bin, habe ich dann eigentlich mir nur die Nudeln warm gemacht, die gegessen, habe Bachelor zu Ende geschaut, habe ein bisschen am Handy so E-Mails beantwortet und dann irgendwann mit der Versicherung telefoniert, dann habe ich die Kids abgeholt und dann haben wir jetzt hier gerade gespielt, gemacht, getan, gegessen und so weiter und so fort. Kids sind mittlerweile im Bett. Wir haben 10 nach 8. Und das war's. Ein absolut verrückter, kostspieliger Tag, nerveaufreibender Tag geht endlich zu Ende. Ich wollte einfach nur noch, dass dieser Tag ein Ende nimmt, ganz ehrlich. Deswegen quatsche ich auch gar nicht mehr lang, ihr Lieben. Wir hören und sehen uns morgen wieder und morgen wird ein besserer Tag.